was. Also Bellini ist alles gut, aber der Rest hat es noch nicht gesagt. Es ist Freitag, es kann einem ja nur gut gehen. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Einstellung. Da. Kennt ihr Tuck-Kekse mit Milka-Schokolade? Müde, aber sonst gut. Seltsame Knochen sehen nicht menschlich aus. Ich liebe den Synchronsprecher. Ach so, und das ist das Zeug, was die Maxi gemeint hat. Kiwi Food Gummy Candy. Ach stimmt, nee, ich wollte eigentlich die große Packung zeigen, da hat man was wenigstens drauf gesehen, aber ich it's okay. Sieht eklig aus. Genau das. Boah, ist so intensiv. Einen wunderschönen Hallo, wünschen wir dir, Green. Danke für die Face Reveal Points. Ich habe das gestern sogar verlängert. Hoch die Hände, Wochenende der Geiseln. Hoch die Hände. Genau so, Dinger. Danke für die Points, Lilly. Ich kann es nicht fassen, Leute. Ich habe heute einen Manga weitergelesen. Und wisst ihr, was da war? Also wirklich sowas Asoziales, ne? Also finde ich wirklich... Danke, Mitch. Solche Menschen kann ich nicht verstehen und ich finde das einfach nur unverschämt. Da hat einfach jemand eine Seite aus dem öffentlichen Buch gerissen. Also aus dem Manga. Eine Seite. Was ist denn los mit denen? What's wrong with these people? Wie geht's dir, Queen? Wie geht's dir, Lageisel? Wie geht's dir, Rest? Respektlos, absolut, Green. Ich find's so asozial, sowas. Ja, finde ich auch. Weil bei der Bücherei ist das auch immer so ein Ding. Jetzt müssen wir da hingehen und sagen, dass da eine Seite fehlt und nicht, dass sie dann sagen, ja, ich hab die rausgerissen. Ich sag das nicht, weil die schon mal gesagt haben, wenn uns das im Nachhinein auffällt, dann sind wir aber dran schuld. Deswegen sollen wir immer im Vornherein gucken. Deswegen werde ich das garantiert nicht sagen. Sehen wir ein Wildpferd? Da ist es doch schon. Halt mal ein Pferd. Jetzt ist es mein Pferd. Bestens. Und uns geht's auch bestens. Wer hat das, habt ihr das gestern alle mitgekriegt, dass man uns einfach Sekiro gegiftet hat? Und Ginsucker. Ginsucker hat uns Sekiro gegiftet. Das bedeutet, bald gibt's Sekiro. Voll geil, oder? Ich hab Bock. Der Doc hat Bock. Da gibt es kaputte Controller. Nein. Ich werde mich zusammenreißen. Ich werde... Ein Kollege von mir, der hat ein ziemliches Aggressionsproblem. Und... dem hat man so einen Schaumstoffziegelstein geschenkt, dass er nicht immer die Controller zerstört. Und nach einer Woche war der rund, weil er immer so Stücke rausgebissen hat. Im FSJ habe ich auch Patienten immer Mangas vorgelesen, die er ausgesucht hat. Und der ist auch nicht so gut damit umgegangen. Ach so, scheiße. Sowas ist sehr schade. Rage Gamer. Nee, ich war mal ein richtiger Rage Gamer. Ich habe auch... Warte... Aber die Maxi kann wahnsinnig abwertend sein und bei mir ist es eher so, ich rage nicht, wenn ich selber dumm war, sondern wenn das Spiel mich verarscht. Also wenn ich sehe quasi, ich bin nicht schuld, sondern das Spiel ist schuld. Das macht mich dann wütend. Also nicht im Sinne von der Boss war stärker oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach, wenn ich sehe, das Spiel buggt rum oder sonst sowas, regt mich dann auf. Ne? Und ich habe einen Controller, ich weiß nicht, gib mir mal den, wo ist der weiße Controller? Der liegt doch bei dir irgendwo, oder? Der ist jetzt sehr weit weg, ja. Okay, der hat hier so Bissspuren. Ich mal reingebissen habe in den Controller. ich muss euch nachher noch meine Zeugnisse zeigen und vergleichen. Freue mich schon. Ich glaube, ich könnte das nicht glauben. Ihr könnt das nicht glauben? Wieso, sind sie gut? Ja, unabhängig von dem Faktor, der dich tilten zum Ragen bringt. Lauf. Ja. Heute The Witcher. Ich muss leider lurken, hab Besuch da. Also euch noch einen schönen Stream. Ich schaue mir das Ganze dann anders an. Bis denn, danke für den Angst Lurk-Angst. Und viel Spaß. Viel Spaß. Hä?
erzähl mir ein Wildpferd. Und sonst kann ich da reinriden, oder? Beweg dich! Für mich kriegen die, also wenn ich richtig doof rage und länger an einem Boss sitze, dann kriegen die immer speziellen Namen für, von mir. Ja, jetzt sagst du aber nicht den Namen von Pontifex. Nee. Gut. Der ist eigentlich auch ziemlich einfach erdenkbar, würde ich sagen, der Name. Den Dratini! Dratini. Bereit, wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Also wir haben jetzt gesagt, wir lassen sie leben. Ich habe Leichen gefunden. Ich habe im Wald tote Frauen und Kinder gesehen. Du hast Menschen getötet, die keine Bedrohung waren. Der Wald hat sie getötet. Für die blinde Natur ist jeder Tod gleich. Oh mein Gott, ihr habt alle einen Hyperball oder einen Superball geworfen. Du nur einen Pokéball, oder? Ich hab's nicht dran gedacht, dass es Hyperbälle gibt. Okay, wir beginnen mit dem Ritual. Nein, ich werde dich doch töten. Nein. Wir lassen die jetzt am Leben. Oder helfen ihr. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Ja. Macht einen Unterschied. Sieht nicht so nett aus, das Pferd. Ich lebe. No, Green. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Also, sie darf sich jede Gestalt aussuchen, die sie möchte. Und sie wird eine schwarze Stute. Also, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber Amin, ihre Entscheidung. It's okay. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Dolly, entspann dich. Ruhig, Brauner, ruhig. Ich habe übrigens das Dratini auch gefangen. Ja, wir haben alle das Dratini gekriegt, außer leider der Green. Green, wir trauern drum. Hä, ich habe den frei nicht getötet, den Werewolf. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Genius. Auf jeden Fall. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Der Raum war von einem Geist besessen. Ich habe etwas zerstört. Ich weiß nicht was. Du willst... Das willst du nicht wissen. Ich glaube, ich sag, das willst du nicht wissen. Der versteht's eh nicht. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Was hast du getan? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Dachte ich mir. Gute Einsicht. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Weißt du noch, was sie meinen, Maxi? Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Weißt du, was der meint? Nee. Weißt du nicht, was die jetzt bezahlen? Nee. Öhrchen. Wir müssen Öhrchen bezahlen. Van Gogh-Style. Ja. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz.
Was? Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Die Ohren sind doch ihre Walkie-Talkies. Weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Wenigstens bezahlen sie nicht mit nichts, nicht bezahlen sie mit nichts anderem, was weiter unten ist. Ja. Alter, geil, da sind die Mumen. Geil. Steck dein Schwert weg, Junge. Im Wald ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Warum nehmen sie das nicht selber? Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Ohr. Wer war der verzauberte Geist im Baum? Wozu braucht ihr die Kinder? Ja, die wollen die Kinder essen. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Gern geschehen. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Welche würdet ihr wählen? Ich habe genau das gleiche gedacht. Welche würdest du wählen? Ich glaube die ganz links, weil die eine hat Augen, hat Larven
Fliegenlarven im Auge. Es sind ja drei. Ich glaube, ich würde die eine, wo die Brüste so eingedellt sind, nehmen. Der quillen die so schön raus und außerdem hat die so eine Strohmaske auf. Da muss ich ja nicht in die Fresse blicken. Die dicke würdest du nehmen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die würde mich töten. Ich glaube, die töten dich alle. Die ist schwer. Ich würde die Dienerin nehmen. Das steht nicht zur Debatte. Es ist Polymorphie. Ihr wisst, warum ich hier bin. Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Oh, ich würde mit dir verwoben sein. Nee. Deine Beste. Wir nehmen mit ihm. Die da, ja. Von der sieht man wenigstens nichts. Deswegen bin ich nicht hier. Deswegen bin ich nicht hier. Er ist so, der Gerald ist so geil. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Ich würde nicht näher hingehen, die stinken bestimmt. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Arschblond. So nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmühe. Ein ungezogenes Mädel. Ich glaube nicht, dass man die reasonen könnte. Selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen? Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand besonders kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Jetzt muss ich wieder mit Sirius sprechen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst ich auch total mit. Nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Was meinst du? Die stinkt. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Engelrit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Ist dann, Geisel. Dankeschön, dass du da warst. Viel Spaß, viel Glück auf der Heimfahrt. Viel Glück auf der Heimfahrt. Komm gut heim. Komm zurück. Komm zurück. Ja. Er ist gekommen, dich zu holen.
Der Soundtrack ist so krass. Das stimmt.